Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll wegen Bestechlichkeit, Veruntreuung und Betrugs angeklagt werden. Das gibt die Staatsanwaltschaft in Jerusalem bekannt. Der Regierungschef gerät damit wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Israel massiv unter Druck. Netanyahus rechtsgerichtete Likud-Partei weist die Korruptionsvorwürfe entschieden zurück. Die israelische Polizei ermittelt in drei unterschiedlichen Fällen gegen Netanyahu. Zum einen soll er einer Telekommunikationsfirma Vorteile bei der Regulierung gewährt haben, damit eine vom selben Chef geführte Nachrichtenwebsite positiv über ihn berichtet. Außerdem soll sich Netanyahu um eine geheime Absprache mit einer israelischen Zeitung bemüht haben. Im dritten Fall geht es darum, dass Netanyahu und seine Angehörigen von reichen Persönlichkeiten Luxusgeschenke für finanzielle und persönliche Gefallen erhalten haben sollen. In allen drei Fällen empfahl die Polizei der Staatsanwaltschaft, Anklage gegen Netanyahu zu erheben.